So, und jetzt ist der Puck im Spiel. Das erste Bully geht an Kassel. Ja, Tyler McNeely gewinnt da. Das Bully, extrem guter Bully-Spieler. Und ja, sicher da die letzte Chance. Und wunderbar. Ja, Tor für die Tölzer Löwen. Und es hat gerade mal 7 Sekunden gedauert. Hier das Powerplay und dann hat schon geklingelt. Direkt vom Bully weg. Ich wollte gerade noch sagen, extrem wichtig, gerade auch immer bei den Über- oder Unterzahlsituationen, dass man das Bully gewinnt. Und schon hat sich hier die Chance ergeben und Herr Sean Weller lässt sich nicht bilden. Haut ihn da unter das Dach und ja, das Tölzer Publikum jubelt hier. Und auch die Unterstützung ist heute einfach gut. Also und jetzt ein schöner Pass auf Marco Pfleger. Was macht er? Ja! Und der macht's und wie wunderschön gemacht. Ja, nee, er ist nicht umsonst. Topscorer, das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Da hat er das gewisse Handball. Ja, das hat er auf alle Fälle wunderbar gemacht. Hat er nochmal kurz angetäuscht und dann kriegt er halt mit der Rückhand locker hoch. Auch schöner Pass. Ja, Traumpass. Zuckerpass. Ja, und dieser Kuhn rutscht da auch noch rüber, kommt eigentlich gar nicht so schlecht rüber, aber eben nicht mit dem gesamten Oberkörper. Da war die Täuschung dann einfach gut zu gut und der kriegt den halt auch einfach richtig hoch. Wunderbar gemacht von Marco Pfleger und wir haben hier 2 Minuten und 5 Sekunden vor Drittelende einen neuen Spielstand. Es steht 2:0 für die Tölzer Löwen. Tölz ist wieder in der Aufstellung. Scheibe kommt hoch. Wieder schön gespielt und dann ist er drin. Was für ein Schuss. Stefan Reiter zieht da gleich ab. Ja, also ja, Wahnsinnsschuss. Wir schauen es noch an, aber auch wirklich gut. Gute Pässe, schnelle Pässe, genaue Pässe. Und da kommt der Schuss sofort. Ja, da keine Chance auch. Also da auch noch gut von, ich glaube, Andi Schwarz ist. Da sieht man jetzt, bewegt er sich rein vors Tor. Andi Schwarz und dann ist da viel Platz. Schön. Und ja, keine Chance für den Torwart, muss ich da sagen. Also der wirklich die Sicht auch noch verdeckt. Aber man muss auch sagen, da war gar nicht so viel frei. Und ja, das hat er sich schön ausgesucht, da die Ecke oben und trifft da mit einem Wahnsinns-Handgelenkschuss, also wunderbar. Da wird jetzt viel über die Rundung gespielt. Jetzt die Chance. Oh, jawohl. Und da ist er drin. Sedlmayr auf Peppi Eberhard zum One-Timer und ich denke, vielleicht war der sogar noch abgefischt. Also ausgeschaut. Hat auf alle Fälle direkt abgezogen. Und dann sah es ein bisschen so aus, wie wenn da noch irgendwas dazwischen gewesen wäre. Können wir dann bestimmt im Replay gleich nochmal auflösen. Hier Hansi Sedlmayr. Ich glaube, ja, schwer zu erkennen, aber Marco ja. Pfleger könnte da schon noch seinen Stecker im Spiel gehabt haben. Nee. Pfleger gibt die Scheibe hoch zu McNeely. Der spielt runter zu Weller. Quer durch zu Matt McKenzie, der sich oben platziert hat. Ja, gutes Passspiel. Da läuft die Scheibe super, ja. Und ja, jawohl, super. Ausgespielt. Marco Pfleger schließt ab. Ja, nach einer schönen Passfolge. 5:0 jetzt hier. Das sollte die Vorentscheidung sein. Marco Pfleger erhöht erneut in numerischer Überzahl. Wir schauen es nochmal an. Ja, Doppelpass zwischen McNeely und Pfleger. Dann geht Andert die Scheibe runter. Weller haut da, glaube ich, erstmal über den Puck. Weiß nicht, ob das Absicht war, aber schauen Sie es nochmal an. Ja, aber so musst du es machen. Du musst immer 2 Optionen haben. Dann ist es einfach schwierig, ja, in Unterzahl und ja, keine Chance auch mehr dafür, Jerry Kuhn noch rüberzukommen. Aber auch schön zu sehen, die Gäste lassen sich hier nicht hängen, probieren es schon immer wieder. Alles, also ja, versuchen alles, um hier einen Treffer zu erzielen. Und jetzt ist es soweit. Da ist das 5:1. Ben Duffy. Ja, haben sie gut gearbeitet in dem Drittel. Ja, haben sie sich jetzt erkämpft, das Tor. Also hat man gesehen, wie gesagt, sie haben nicht aufgehört, haben jetzt immer weitergemacht. Immer nachgegangen. Und dann da im Fallen noch Martinovic umkurvt. Wir sehen es hier. Erster Versuch aufs kurze Eck, dann gut nachgegangen und ja, schnell geschalten auf der Uhr. Jetzt können wir die Sekunden runterzählen. Da kommt auch kein Schuss mehr Richtung Tor. Und die Tölzer Löwen gewinnen hier zu Hause 5:1 gegen den Spitzenreiter aus Kassel. Absolut verdient. Ja. Ja, starke Leistung.